Ich habe gehört, ihr geht mit Deep Purple auf die Tour. Darf ich dabei sein? Wir haben gesagt, klar. Ich spiele umsonst. Ich spiele umsonst, hat er sogar gesagt. Aber es sind einfach so herzliche Geschichten, um die Philharmonie herum, die hier so passieren. Ja, genau. Wo passiert sowas schon mal? Aber wir gehen mit Deep Purple auf Tour. Dann fangen wir doch mal an mit der zweiten Ausgabe des Podcasts im Philharmonieladen. Jeder gute Podcast fängt ja so mit an. Lieber Ralf, wo erwische ich dich denn? In der Sauna. Es war abgesprochen. Tut uns leid. Im Philharmonieladen natürlich. Ja. Ralf, wir sind hier zusammengekommen, um über 25 Jahre Neue Philharmonie Frankfurt zu sprechen. Die meisten kennen dich ja von der Bühne, sei es auf der Bühne der Elbphilharmonie, der Frankfurter Festhalle oder der Arena di Verona. Aber stell dich doch einfach noch mal ganz kurz vor. Du bist nicht nur der gut aussehendste Geiger in der Philharmonie, sondern du bist, ja, wer bist du eigentlich? Also, ich bin der Ralf, ich bin Konzertmeister der Philharmonie. Mittlerweile bestimmt nicht mehr der bestaussehendste Geiger in der Philharmonie. Da werde ich von der jüngeren Generation mit Sicherheit überholt, aber damit kann ich ja leben. Ich gönne es denen wirklich von Herzen. Es sind alles super nette Kollegen. Wie gesagt, Konzertmeister der Neuen Philharmonie und Konzertmeister erste Geiger, also der vorne quasi. Der da vorne rechts, der so ganz in der Nähe vom Dirigenten sitzt, ist das immer. Also wir sind immer die. So zum Dirigenten. Ja, zum Dirigenten sagt, hier mach mal nicht so schnell, mach mal nicht so langsam und gib Einsätze und sowas. Mhm. Genau. Und ansonsten natürlich in direkter Reichweite des Stocks ist. Alles gut. nee, also passt alles ganz prima. Und bin tatsächlich seit 25 Jahren jetzt auch dabei. Mhm. Ja. Aber du hast ja vor 25 Jahren nicht angefangen, Geige zu lernen, sondern erzähl mal ganz kurz, wie kommt denn so eine coole Socke wie du zu so einem spießigen Instrument wie Geiger? Also das war wirklich noch sehr, sehr viele Jahre davor. Ich war gerade mal 5. Das war also vor 48 Jahren. Und es war so ein Kindergartenunfall. Also meine damalige Kindergärtnerin und musikalische Früherzieherin meinte, ich hätte irgendwie ein Talent, Musik zu machen. Ich finde es zwar bis heute immer so ein bisschen schwierig, sowas Talent zu nennen, weil Talent besteht doch darin, dass du eigentlich dich täglich mit dem Instrument auseinandersetzen musst. Mhm. Jedenfalls, ich sollte mich mal mit einem Streichinstrument auseinandersetzen. Fand ich eigentlich auch okay, weil ich fand Kontrabass total gut. Dann kam so die erste musikalische Hürde in meinem Leben. Der Kontrabass, der ist sehr, sehr groß und mit 5 Jahren ist man vielleicht so 85 Zentimeter groß vielleicht, also ich zumindest damals. Also es scheiterte schon mal an dem Maßstabsunterschied zwischen Instrument und Person. Mhm. Ein kleiner Trotz darin war dann, dass ich dann das kleinste Instrument der Streicherfamilie genommen habe. Hab die Geige allerdings schon so hingestellt, wie ein Kontrabass war. Also ich wollte diese Geigenhaltung sollte es erstmal gar nicht sein, sondern habe dann erstmal schön auf dem Kontrabass gezupft, auf dem imaginären Kontrabass gezupft, aber auch tatsächlich nur bis zur ersten Geigenstunde, die relativ bald nach Erhalt des Instruments folgte und die hat mir dann gesagt, dass es dann doch anders geht. Ja? Mhm. Und seitdem klemme ich wirklich mein Instrument doch unters Kinn. Ja? Ja. Und dann kam halt so der ganz normale Werdegang, Kindheit, Jugend, immer viel geübt mit teilweise sehr netten Geigenlehrern, teilweise auch vielleicht weniger netten Geigenlehrern. Das ist halt noch so die Zeit gewesen. Und 7 days a week, 52 Wochen im Jahr wurde geübt. Dann kam nach der Schule Aufnahmeprüfung, Studium, dann kamen die ersten Orchesterstellen, also damals Aushilfsverträge. Ich habe in Bielefeld meinen ersten Orchesterjob gehabt. Dann ging es zu den Nürnberger Symphonikern, wo ich unter anderem auch unsere Soloflötistin kennengelernt habe. Soloflötistin? Die Katrin, die habe ich in Nürnberg kennengelernt, ja. Ach stimmt, genau. Hat sie ja erzählt. Also. Ja, eben, okay. Genau. Mhm. Und dann kam ein entscheidender Anruf im Jahr 1999 vom Ralf damals noch, der mich tatsächlich irgendwie kannte. Ich habe Mendelssohn-Konzert mit einem semiprofessionellen Orchester in Frankfurt gespielt und er war auch mal in Nürnberg bei den Symphonikern beim Konzert. Ah. Und es kam ein Anruf, du,
hast du Zeit im Mai? Ich bräuchte ein Autofahr, könnten Geiger. Ja, Kernkompetenz, Autofahren. Autofahren, ja. Könnten Geiger. Okay. Kernkompetenz war damals, ich sollte für Sarah Brightman Geigen und gleichzeitig einen Neunsitzer fahren können. Ja. Und so kam dann auch unsere Bekanntschaft ins Spiel. Ja, da komme ich ja gleich dazu, weil das ist ja eine ganz spannende Sache. Ja, ja. Aber trotzdem noch mal kurz zu dir. Du bist so als Jungmann oder als Kind eigentlich noch, bist du zu deinem Kontrabass, sprich Geige, gekommen. Genau. Himmel, also ich habe mit 6 hat man doch Chris Roberts und die Beatles und die, naja, damals, was hat man sonst, aber... Hat man da, was war denn dann, war schon Bach, Beethoven, Mozart, war das so dein Ding? Nee, oder? Natürlich nicht. Also das kam, das hat man im Radio nicht so gehört. Ne? Nö, das ist richtig. Ich habe aber auch nicht Chris Roberts gehört oder sowas. Oder okay, auch, das ist meine Generation. Ja, ich habe auch nicht ABBA gehört oder sowas. Okay. Sondern in der 3. Klasse mit 8 habe ich mir gleich mal eine Platte gekauft, die ich sehr geil fand. Von ABBA? Nee. Jetzt. A zwar auch, aber es war AC/DC und zwar die Dirty Deeds Done Dirt Cheap. Das war mein Einstieg in meine musikalische Leidenschaft. Und dann stehst du da als Geiger, der ein totaler AC/DC-Fan ist und spielst natürlich auf der Geige erstmal so diese ganzen Sachen nach. Deine Geigenlehrer finden das sehr doof. Also damals gab es ja wirklich noch kein Crossover. Ja. Ich meine, das war 1978. Ja. Da gab es, obwohl Strings in der Rock-Pop-Musik natürlich schon angesagt waren. Aber wie gesagt, bei AC/DC jetzt nicht wirklich so. Und ich habe, also mein Crossover-Gedanke ist damals halt schon entstanden aus der Leidenschaft irgendwie. Ich bin totaler AC/DC-Fan, werde aber klassisch geschult. Bei mir kam ja dann auch mit 12 noch die Gitarre dazu. Ich habe also die Geigenfingerübung auf die Gitarre übertragen, mein damaliger Gitarrenlehrer. Ich habe also auch dort dann gleich mit Unterricht gestartet. Der meinte, ja, die Fingerchen laufen ja schon ganz gut, da musste noch ein bisschen die rechte Hand geschult werden. Aber dadurch war für mich eigentlich das, also schon, ich fand AC/DC total geil, ich fand aber auch Bruckner geil. Okay. Und also ich habe schon ein Crossover-Herz auch, ja. Ja, cool. Da wollte ich ja hin. Also genau. Ralf, du stehst ja bei den Crossover-Produktionen, also Crossover Symphonic Rock in Konzert oder jetzt gerade völlig losgelöst, das war unser Sommernachtsprogramm, da sieht man dich ja vorne oder wo auch immer du stehst, im Rampenlicht die E-Gitarre quälen. Das sind ja so quasi so zwei Welten bei AC/DC, bei Thunderstruck habe ich vorhin sofort diesen, ich glaube, kein anderer als David Garrett hat Ralf Hübner beim Üben damals gesehen und hat die Idee gehabt, AC/DC in seine Programme zu übernehmen. Vielleicht, ich weiß es nicht. Aber gut, das, okay, Neue Philharmonie Frankfurt, Ralf Hübner, 1999, dieser legendäre Anruf. Ich war damals der lokale Veranstalter von Sarah Brightman oder die Agentur, für die ich ja nach wie vor noch arbeite, Shooter Promotions, Konzertveranstalter im Klassik-Rock'n'Roll-Geschäft, hat damals das Sarah Brightman-Konzert in der Alten Oper veranstaltet. Und bevor der Anruf von Ralf zu dir kam, kam mein technischer Leiter zu mir und hat mir eine Bühnenanweisung unter die Nase gehalten, wo drin steht, dass der örtliche Veranstalter ein kleines Symphonieorchester, ich glaube 12 Musiker, weißt du es noch? Ich glaube, wir waren 12, 13, 12 oder 15, irgendwie sowas in der stellen soll. Ja, ich bin dann zu dem technischen Leiter gegangen und habe gesagt, du, tu mir bitte den Gefallen und nimm die Bühnenanweisung und steck sie sofort in den Mülleimer, weil wir sind Pop-Rock-Veranstalter, wir haben kein Orchester, wir kennen uns da auch nicht aus und am Ende des Tages steckt ja auch die Sorge, was ist, wenn wir jetzt irgendwo ein Orchester auf die Bühne stellen und der Weltstar Sarah Brightman guckt mich an und sagt, hey, was ist denn das für eine Gurkentruppe? Also das ist so ein bisschen eine Sorge auch, weil wir einfach keine Ahnung von dem Metier hatten damals. Also ich, ne, als Veranstalter und als Nichtmusiker. Und die Geschichte ging ja dann trotzdem, dass mein Gründerpartner, der Ralf Philipp Sieg, der zu mir gesagt hat, hey, ich habe da so ein paar Jungs, die
oder Mädels, Jungs und Mädels, ja, die sowas vielleicht machen können. So. Und der hat dich natürlich im Hinterkopf mit Sicherheit gehabt und noch ein paar andere Musiker. Und gut, dann hat man erstmal einen Schluck getrunken, um sich Mut zu machen und gesagt hat, okay, dann lassen wir uns auf diese Challenge ein. Und mein Gedanke war dann, wenn wir in Frankfurt diese Bühnenanweisungen so problematisch sehen, dann sehen das ja alle anderen Pop-Rock-Veranstalter, die tatsächlich mit Orchester und mit klassischer Musik wenig zu tun haben, sehen das gleiche Problem. Ne? Und make a long story short, wir haben dann den Vorschlag gemacht, Mensch, unsere Truppe hier aus Frankfurt, die kann doch nicht nur das, die kann doch die komplette Tournee, wie viele Konzerte waren es, 8 oder 10 oder 12, ja, irgendwie so. Es war einiges, Dreh, ja. Und, Skandinavien, genau, und das führte ja dann dazu, dass so diese kleine Kohorte aus Frankfurt mit 2 oder 3 Mercedes-Sprinter 2 Wochen durch die Republik gebraucht VW sind. Caravels waren es sogar. Oh, das weiß ich sogar noch. Okay, ja. aber noch keine ähnliche Baustelle. Also noch nein. Also overnight gefahren durchaus, aber selber. Also der Luxus des Nightliners war es wirklich nicht. Es war so, dass das ganze Projekt spannend war. Man war auf der einen Seite dankbar, dass wir das jetzt liefern konnten. Ne? Und am Ende des Tages habe ich glückliche Musiker gehabt, die sagten, hey, wir haben als junge Musiker die Möglichkeit, auf den großen Bühnen der Republik zu stehen. Das war damals jetzt, glaube ich, Alte Oper, Elbphilharmonie gab es noch nicht, aber die Philharmonie wahrscheinlich in Berlin und Gewandhaus oder, also jedenfalls große Bühnen, wo man so als fertiger Musiker, als Profimusiker nicht festgebunden an ein Orchester, ja nicht so selbstverständlich steht. Mhm. Ne? Und Sarah Beitmer war glücklich und zufrieden, unser Berliner Tourneeveranstalter war glücklich und zufrieden. Naja, und wir haben ein bisschen Geld verdient, das kommt ja auch irgendwie so ein bisschen dazu. Und da kam eben, und das ist die Gründungsidee, wie können wir in diesem wachsenden Pop-Crossover-Bereich, also Popstar sucht klassische Musiker, die aber auch den Rock'n'Roll verstehen, wie können wir da uns in diesem Segment positionieren? Und das war eigentlich die Gründungsidee. Ja. Ne? Und das haben wir gemacht, haben die Tournee gespielt und hatten dann relativ schnell in Hanau, okay, wir wohnen in Hanau, Geschäftssitz hier in Hanau wurde dann relativ schnell auch 1-2 Jahre später angemeldet. Und dann hatten wir eben Gott sei Dank auch die Möglichkeit, ein Symphoniekonzert zu spielen und unsere erste Crossover-Show. Ja, und das ist im Prinzip schon sehr, sehr früh, dann sind das die 3 Standbeine der Neuen Philharmonie Frankfurt. Eben, wir begleiten Popstar, wir spielen Crossover-Produktionen und natürlich das, was jeder Musiker braucht und will, also jeder klassische, der klassische Musiker, der sein Instrument professionell beherrscht, der will Sinfoniekonzerte spielen. Ja. Wie ging es weiter? Ich glaube mit Nena, ne? 2002. Genau, dann kam Nena dazu. Wie gesagt, was du davor, ganz kurz, ich spule ein bisschen zurück, weil du sagst, so mit diesen klassischen Symphonien und diesem Crossover, diese Kernkompetenz, das ist ja aber auch wirklich das, was wir bedienen können. Ja? Das ist eben, das hat ja sich auch bei Sarah Brightman gleich rausgestellt. Ich hatte zum Beispiel selber persönlich das Glück, im Studium habe ich dann gemerkt, oh, man kann sich mit seinen Geigenlehrern auch super verstehen. Ja? Also mein Prof Klaus Lieb damals, der hat mich schon auch da abgeholt, wo ich bin. Erstens, er war ein totaler Rhythmusfanatiker. Also auch wenn man natürlich in der Klassik nicht auf Klick spielt oder sowas, aber der war gnadenlos zu mir. Also dass du auch nur irgendwo eine 1/16 zum falschen Zeitpunkt spielst, das gab es nicht, ja. Aber ich bin ihm auch dafür total dankbar, dass es das nicht gab, weil wir müssen ja im Crossover-Bereich so auf Klick und so total funktionieren. Und wie gesagt, der hat mich so als Typ auch da abgeholt, wo ich war. Der hat mich natürlich sehr klassisch geschult, aber der hat auch akzeptiert, wie ich so ticke. Und wir haben da, glaube ich, ein ganz gutes Education-Move gehabt, der Klaus und ich. Ja, das fand ich ganz geil. Und das konnte ich ja auch dann gleich endlich mal einsetzen, ja.
eben bei der ersten Brightman-Show oder dann, als es dann weiterging. Klar, dann haben wir ein paar... 20 Jahre Nena, ne? Genau. Dann kam das zweite große Event, 20 Jahre Nena, also Nena featuring Nena, also ihr 20-jähriges Jubiläum. Ja. Frankfurt Jahrhunderthalle. Und das war dann ja schon gleich sehr viel größer. Hartmut Engler pur. Richtig. Und wie sie alle hießen. Und Udo Lindenberg war auch dabei. Markus. Markus. Die kleine Taschenlampe brennt. Ja, wie schön. Ja, gell. Die kleine Taschenlampe wurde eine große Fackel, die für die neue Philharmonie Frankfurt jetzt seit 25 Jahren brennt. Das ist doch geil, oder? Ja, natürlich. Super. Ich musste ja jetzt wahrscheinlich vorweggreifen in unserem Werdegang, weil es kommt ja erst 10 Jahre später wieder dazu. Aber bei Nena ist ja schon ein kleiner musikalischer Grundstock gelegt worden, zwar noch nicht bei der Erstshow. Ja. Aber bei der nachfolgenden Tour wo er mit Schlafanzügen auf die Bühne musste. Jogginghosen, ja, genau. Ja, gibt ein legendäres Bild, man trifft ja schon auf Wunder manchmal. Ja, das ist ein hochbezahlter Stylist auf Tour. Und das Orchester geht im Endeffekt mit weißen Jogginghosen auf die Bühne. Ich habe sie dann mir sogar bis unter die Achsel gezogen, so Obelix-mäßig. Ja, aber noch nicht mehr da hat sich jemand gegen gewehrt. Also, aber gut, das sei mal dahingestellt. Soll nicht disrespektieren. Ja, aber du wolltest vorgreifen. Also, vorgreifen. Ja. Damals haben wir mit einem wahnsinnig genialen Schlagzeuger gespielt. Oh. Van Romain. Oh. Und Van Romain ist seines Zeichens nicht nur Schlagzeuger von Nena gewesen, sondern Van Romain war auch Schlagzeuger der Steve Morse Band. Ah. Und Steve Morse ist ja einer der innovativsten und genialsten Gitarristen auf der Welt. Ja. Und der wiederum hatte ja die Ehre, mit der neuen Philharmonie Frankfurt zu spielen, 10 Jahre später. Da kommen wir ja später drauf. Ne? Wir verraten auch, was es dann war. Es ist auch sehr frech zu sagen, er hatte die Ehre, mit der neuen Philharmonie Frankfurt zu spielen. Das hätte jetzt auf jeden Fall mein Kumpel Paco so gesagt, aber nein, wir hatten die Ehre, mit ihm zu spielen. Ja, aber da kommen wir noch hin. Kommen und dann Don Harry hat uns ja auch gehuldigt. Und das muss man einfach schon so sagen. Mhm. Aber ich bin noch ganz weit vorne. Also ich habe in meinen Ordnern in der Vergangenheit mal ein bisschen gewühlt und dann kam, kannst dich vielleicht auch noch entsinnen, es kam die Wolfsburg, Autostadt Wolfsburg, Konzerte, die total durchgeknallt waren, wo wir noch im Zeppelinhain in Neu-Isenburg geprobt haben und also sowas hat uns, muss das ganz ehrlich gestehen, das waren ja einfach Gala-Events, ne? Ja, zu Ostern oder zu Weihnachten. Das Orchester komplett im Ritz-Carlton in Wolfsburg ist ja auch schon ein Erlebnis gewesen. Aber gut, hat uns ein bisschen geholfen auch, um Investitionen ins Orchester zu bringen. Aber das ist jetzt vielleicht nicht so sexy. Aber es hat natürlich auch geholfen, uns voranzubringen. Auch die Shows waren schon cool. Ich meine, das Gesamtkonzept war... Es war natürlich auch der typische Philharmonie-Wahnsinn. Man probt in Neu-Isenburg bis abends, fährt dann nachts nach Wolfsburg, baut morgens um 4 die Bühne auf, geht um 6 ins Bett, um 8 Uhr die erste Einlassmusik zu spielen fürs Laufpublikum an Ostern. Ja? Das ist eigentlich komplett physischer Wahnsinn, aber ich würde sagen, das hat uns auch ein bisschen ausgezeichnet und in gewisser Weise auch zusammengeschweißt. Das war ganz wichtig und das hat uns auch ganz viel gebracht. Aber 2003, erstes Symphoniekonzert, Christuskirche, also zumindest habe ich so eingetaktet. Mhm. Das war sehr, ich meine, klar, Crossover, wir reden drüber. Wir müssen uns einfach nochmal vergewissern, jetzt der Zeitsprung jetzt in 2024. Neue Philharmonie Frankfurt hat vor vier Wochen Symphonic Rock gespielt, vor 2 Wochen die Bruckner 8 gespielt, haben eine kleine Tour mit Il Volo gemacht in der Festhalle Frankfurt in Berlin und so weiter und vorgestern einen Anime-Film auch begleitet in Stuttgart. Aber Symphoniekonzert, du bist ausgebildeter Musiker. Ja? Jetzt haben wir über deine AC/DC-Geschichte gesprochen. Aber man studiert ja, und das ist ja, ich stelle mir das einfach so, diese ewigen Etüden in irgendwelchen Proberäumen und so weiter. Jo. Das machst du ja doch auch, um dann auch wirklich mit Kollegen einfach große Symphoniekonzerte zu spielen. Ja, klar.
oder? Ne? Ja. Und das jetzt für ein freies Orchester, dass wir da jetzt die Chance gekriegt haben, eben hier in Hanau über das damalige Kulturamt in der damals Christuskirche war, ja, das, ne? Genau. Das war, was war das? Vidor? Das war Vidor-Sinfonie und genau. Dvořák, Sinfonie, glaube ich. Ja, genau. Dvořák Cello-Konzert. Oder war das ein. Also, jedenfalls. Nee, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das ja. ein. Ja, wir haben das Dvořák-Konzert gespielt, ja, ja. Genau. Da gibt es auch noch eine Aufnahme ja. von. Ja. Aber wir durften als Neue Philharmonie Frankfurt einfach auch ein Sinfoniekonzerte spielen. Und, ja. und das war und ist nach wie vor ja einfach auch ein großer, großer Schatz. Damals angefangen und heute sind wir drei Jahre später, ich glaube 2004, hat der Kongresspark in Hanau eröffnet. Oder war es später, ich weiß es jetzt gar nicht. Also jedenfalls spielen wir jetzt eine Symphoniekonzertreihe im Kongresspark Hanau. Und ich habe gerade ich habe gerade die Tage wieder philosophiert. Wir sind in einem der geilsten, Entschuldigung, größten, tollsten Konzertsäle im Rhein-Main-Gebiet untergekommen. Und das finde ich echt der Hammer. Ja. Finde ich toll. Also ja. sind wir irgendwie sehr, sehr, sehr dankbar, dass wir vier Symphoniekonzerte spielen können in einem tollen Haus, wo wir sehr gut gelitten sind, wo wir auch wirklich tolle Jobs machen können und wo wir auch jetzt seit ein, zwei Jahren einfach das Budget haben, um wirklich große romantische Symphonien zu spielen. Romantisch, spätromantisch. Wie gesagt, wir haben ja jetzt, du hast schon Bruckner 8 erwähnt, noch gar nicht so lange her, ist Mahler 1. Also das ist ja schon Bartok. Bartok-Konzert ja. für Orchester. Ja. Das ist auch erstmal so ein Ding. Das will ja auch bewältigt werden. Mhm. Mhm. All diese Symphonien wollen bewältigt werden, aber wir machen das ja auch. Und weil du auch sehr lobendes CPH erwähnt hast. Das ist natürlich wirklich, das ist ein toller Konzertsaal. Also wir sind ja auch wirklich gerne da. Und das, ja, ist, ja, das ist ja wirklich unser Nachhausekommen. Ja. Du kennst mittlerweile das Publikum, also die du siehst. Das ist ja auch von der Atmosphäre her das wohlgesonnene Publikum mit dem sozusagen hauseigenen Orchester, kann man ja fast sagen. Ja, es ist, nun, ist, so. Es ist, ja unser, ist ja unsere Homebase. Und das ist schon was ganz Tolles. Also ich spiele genauso gerne im CPH Hanau wie in der Elbphilharmonie Hamburg. Ja. Ja, es ist wirklich so. Ich mache da keinen Unterschied. Und wie gesagt, das Hanauer Publikum, das ist unser Publikum, klar. Mhm. Und ja, ja, ich glaube, da sind wir auch sehr stolz drauf. Ja, aber wir sind auch, und das ist auch wirklich auch unsere Herangehensweise und auch mit uns, mit euch als Musikern. Ja? Wir sind nicht nur ein Orchester, was gebucht wird, was sich dann hinsetzt und versucht, die Noten so gut wie möglich zusammenzuspielen, sondern wir haben immer im Hintergrund, dass dieses Konzerte auch mehr sind als nur die Musik, klar ist, steht die Kunst an erster Stelle. Wir sind, glaube ich, da bestmöglichst aufgestellt gerade. Also für ein freies Orchester wirklich, kannst du vielleicht noch ein bisschen was über den Background Neue Philharmonie Frankfurt, über die Stimmung, was auch immer erzählen. Aber ich glaube, wir sind bemüht und das haben wir aber auch in Offenbach schon ganz gut hingekriegt. Damals, wie wir die Capitol Classic Lounge auch kreiert und auch gespielt haben. Jetzt sind wir ja ausschließlich in Hanau mit der Kongresspark-Symphonie. Aber es geht auch darum, natürlich spannende Programme zu machen, die Programme die Inhalte langfristig zu entwickeln. Deswegen sind wir jetzt so weit, dass wir Bartok und am Ende jetzt Stravinsky oder jetzt auch den Bruckner spielen können vor nahezu ausverkauftem Haus. Ja. Ja, und das ist ja nicht selbstverständlich. Und bei Bruckner, man muss sich da einfach mal schütteln. Also letzten Samstag haben wir die Festhalle gespielt, den Samstag davor Bruckner gespielt. Und da stehen irgendwie 600-700 Leute auf und Standing Ovation, Applaus bei einer Musik, anderthalb Stunden Bruckner ohne Pause. Und die Leute haben uns richtig abgefeiert. Und ich finde das nicht selbstverständlich, aber am Ende
ja, wir darf sich ja schon auch, wir dürfen uns alle zusammen ein bisschen auf die Schulter klopfen, zusammen mit dem Team vom CPH, zusammen mit unserem Förderverein, also alle wirken da ja zusammen, dass auch die Stadt, dass wir hier quasi so eine Art Selbst, so ein gesellschaftliches Ereignis auch geschafft haben, was einfach irgendwie schöne Momente bringt und also diese Symphoniekonzerte, ja, deswegen ja einfach zu dem machen, was sie jetzt gerade auch sind. Also das ist schon ein kleiner, nicht zu unterschätzendes Juwel. Es ist in einem tollen Haus so und jetzt die Brücke auch zum Crossover wieder, Wilhelmsbader Sommernacht. Wie provinziell klingt denn das? Ja? Naja. Pass auf, Ralf, ich habe vor 20 Jahren, wann war es, 2004, wie wir Absolutely British produziert haben, ja. Ja, auf der Promenade, ja, wo damals schon 6.000 bis 8.000 Leute wirklich ein grandioses Picknickkonzert erlebt haben. Ja? Klar, also wir reden ja über... Deshalb meine ich gerade, also provinziell kann man es ja nicht nennen, wenn vielleicht Hanau irgendwie für andere in der hessischen Provinz liegt, aber gesagt, aber es war so, pass auf, sechs bis acht, teilweise glaube ich fünfstellig Zuschauerzahlen, also hey, ja, das ist doch geil. Aber weißt du, du stehst da, ich bin Veranstalter, ja? Was mache ich, wenn ich Symphonic Rock buch oder irgendein Konzert, Bonnie Tyler, irgendwas und ich habe ein halbes Jahr vorher die Hütte voll? Ah, dann mache ich ein Zusatzkonzert, ist doch logisch, oder? So, in Hanau war es so, wo ich gesagt habe, Kinder, das können wir jetzt mal Plakate aufhängen, weil wir haben da irgendwo einen grandiosen Erfolg. Ich glaube, Konzert Deutschland oder Hessen oder die Rhein-Main-Region weiß eigentlich noch gar nicht genau, was das für eine Dimension ist. Jeder redet von dem tollen, natürlich tollen Konzert vom Hessischen Rundfunk am Mainufer und Werbung im Hessischen Rundfunk und es wird tschak, 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 da wird richtig gekloppelt. Und ich habe so das Gefühl gehabt, damals, ne, es hat sich ein bisschen geändert, dass diese Wilhelmsbader Sommernacht einfach so erfolgreich ist, dass man eigentlich keine Werbung, und ich habe das auch bestätigt bekommen, man darf keine Werbung machen, weil es könnte ja sein, dass noch mehr Leute kommen und dann wissen wir nicht mehr, wo wir die Autos bestellen. Ich wollte gerade sagen, siehst du den Unterschied? Der HR muss tierisch Werbung machen lassen. Wir gehen einfach auf die Bühne und es ist voll. Nein, das ist so ein bisschen mein Veranstalter-Ding, wo ich sage, man hatte vielleicht ein bisschen Angst vor dem Erfolg gehabt, weil man dann nicht mehr genau weiß, wie man kriegt mehr Publikum richtig organisiert und so weiter und so fort. Aber ich meine, das ist so ein bisschen so eine, das war einfach damals, ne? Also wir haben, wann war es, 2003, 2004 und ein Jahr vorher? 2001 war, meine ich, absolut britisch, klar. Nee, das war ein Jahr. Wir hatten ja erst die Star Wars Symphonie noch im Hinterhof vom Komödienhaus als Hanauer Sommernacht, wo Franco den Highlander gemacht hat. Und ist ja auch, also jedenfalls, das waren einfach so die Anfangsjahre. Dann war aber Absolutely British 2002. Wenn das so. Ja, dann war 2001 vielleicht Star Wars Symphonie. Genau. Ja, aber. Wir könnten es ja recherchieren. Es hat, naja. Dazu müsste jetzt jemand zu Google gehen, aber das machen wir jetzt mal nicht. Naja, okay, und dann, also das sind im Prinzip die drei großen Standbeine der Neuen Philharmonie Frankfurt. Wir haben dann im Prinzip fast jedes Jahr ein neues Programm produziert. Ja. Am Anfang Länderprogramme, wir müssen das ja irgendwie so ein bisschen auch erklären, was heißt denn Absolutely British, da denkt jeder natürlich Night of the Proms, man hat so ein bisschen eine Vorstellung, was da passiert. Dann haben wir ein italienisches Programm, dann Made in Germany, deutsches Programm. Genau. Also ich glaube, wir haben mittlerweile 12, dann war es mit Liebe und Revolution sehr Frankreich-lastig. So weiter. Was ist denn dein Favorit? Von unseren eigenen Programmen? Also Absolutely British ist schon mit eins der rundesten überhaupt, finde ich. Wegen der Dudelsäcken, oder? Klar, wegen den Dudelsäcken. Also ich liebe das Moment, also nicht falsch verstehen. Ich finde, die Dudelsäcke, das ist immer noch, wenn die da einmarschieren, das ist ein Gefühl von absoluter Allmacht. Ja, das ist toll. Krass, ich finde es grandios. Aber Absolutely British hat halt einfach Highlights drin, wie Who Wants to Live Forever von Queen, das geniale Barbara O'Reilly von The Who, was ja auch schon wieder der Crossover-Gedanke absolut ist. Oh, weißt du, wo das herkommt? Ich werde das nie vergessen. Bourgalais Souterrain. Ja. Es gibt eine legendäre DVD-Live-Konzert von The Who. Ja.
Und die gucke ich mir mit dem, gucke ich mir an mit dem Ralf, ja, und sage, das ist es. Und weißt du, wer da? Ja, ich weiß, wer das war. Wer ein war? Gewisser Nigel Kennedy kommt da auf einmal mit der Geige auf die Bühne geschlappt, in seiner coolen Körperhaltung und Aston Villa Fußballtrikot. Genau, ja. Welche Farben? Rot-blau war es, glaube ich. Rot-blau, genau. Klar. Rot-blau, ja. Ja, und da kam es zu einer Performance, die beeindruckt, würde ich sagen, oder? Genau, und das legendäre Geigen-Gitarren-Duell Pete Townsend und Nigel Kennedy. Genau. Und ja, das sind ja immer mal so Momente, wenn du in der, was hatten wir jetzt beim letzten Duell in Banjos, wo wir Songs auswählen in so Programmen, wo es eben solche spektakulären Duelle, Duette, wo irgendwie einfach auch ein bisschen Show auf der Bühne. Genau, aus Duelen Banjos hat der Jens ja Umrang arrangiert zu Duelen Violence. Ja. Und dann haben wir mit zwei Geigen eine schöne Bühnenbattle gehabt. Ach, das war. Das Publikum hat das schon gefeiert, würde ich sagen. Und das ist ja erstens anspruchsvolles Zeug und zweitens musst du das halt liefern, ja. Ja, und ich meine. Crossover ist das ja auch, ne? Genau, Crossover, deshalb, weil du gefragt hast, was sind deine favorisierten Stücke gewesen? Ja. Ganz kurz, bei Absolutely British war aber eben nicht nur Queen und The Who, sondern war auch das großartige Enigma-Variation. Ja. Ja, das ist ja wirklich... Wow. Ja. Fällt mir eine Frage ein, kommt gleich. Pete Townsend, das war einfach großes Kino. Ich kann mich auch, ja, genau. Was ist das Crossover-Stück schlechthin? Für mich Music, John Miles. Music, John Miles, klar. Also man mag es vielleicht schon gar nicht mehr hören, weil es doch... Doch, es ist doch immer wieder aber schön, es ist, oder? Es ist doch unfassbar toll. Ja, wir haben jetzt, und das Stück gibt ja alles her. Ne? Es gibt diesen klassischen Streicher, dieser Rocken, ne? dieser, wo das Orchester einfach eine Rolle spielt. Es gibt den Rockpart, der sehr rhythmisch daherkommt. Weißt du, wo dann da die Reise auch, wenn ich also das Stück nehme und ich wo die Reise dann hinführt, ich bin dann ganz schnell bei Nightwish und Ghost Loves Ghost. Ja, klar. Erzähl mal ein bisschen was, weil das Stück, das hat ja auch, also das Tolle ist ja, wenn wir Stücke präsentieren, wir eigentlich davon ausgehen, dass 80% des Publikums den Song noch nicht wirklich kennen. Ja, das ist ja immer ganz spannend, weil auch du als Veranstalter denkst ja erstmal immer, können wir das überhaupt bringen? Das kennt man ja nicht, ja. Der Uli hat mir eine DVD gegeben. Da war dieses Ding drauf. Also Uli ist der Bassist. Der Bassist, ja, genau. Ja. Der ist großer Nightwish-Fan. Ich kannte Nightwish auch, aber kannte jetzt das Stück jetzt nicht explizit. Ja, habe das aber gesehen und habe einfach gesehen, wie das die Masse greift. Das ist halt auch, Ghost Loves Girls ist auch wirklich so ein absoluter klassischer Fall von Orchester meets Band, Band meets Orchester. Es ist ja dieser Symphonic Metal, ja. Und das haben wir dann auch dem Jens, unserem Chefdirigent und mittlerweile auch Chefarrangeur, gezeigt. Und der hat ja dann auch gesagt, okay, dann machen wir das. Und ich meine, die Nummer, die kommt doch großartig an. Das ist wirklich ganz großes musikalisches Kino. Ja. Ja? Also ich finde das, wir haben es ja jetzt, glaube ich, bei Symphonic Rock gespielt. Genau. Ein Song, der zwischen Welthits wie Bridge Over Troubled Water, Smoke on the Water, Jukebox Hero, was auch immer steht. Ja. Ja. Und dann kommt so ein Ding und dann holt das die Leute ab. Und ich finde, das ist ganz, ganz spannend. Ich meine, das Kennzeichen unserer Crossover-Konzerte ist ja auch noch, das unterscheidet uns auch von vielen anderen Orchestern, die so ein bisschen in die symphonisch, Rock, Pop, Welt ist, dass wir die Rock-Songs ernst nehmen und die Klassik oder die Balladen eben auch und die Klassik auch. Also es wird keine Enigma-Variationen geben, die irgendwie so einen Rhythmus hinten dran geknallt bekommen. Nee, also, siehst du ja auch an
unseren Vivaldis, die wir gemacht haben, unser Summer Reloaded zum Beispiel, ja, was ja auch wieder ein Duell zwischen Geige und E-Gitarre war. Aber wir machen es einfach anders. Also bei uns hört man nicht Rondo Veneziano. Genau. Ja, also das muss man schon ganz klar sagen. Ja, ja. Und das ist nicht dann, also wenn wir eine Ouvertüre spielen, so fangen wir ja meistens diese Konzerte an, dann ist das der Originaltext. Also darum ging es mir jetzt. Ne? Also das ist jetzt original. Wenn wir die Moldau spielen, dann klingt das nicht irgendwie, dass da irgendwie so ein blöder Rhythmus dahin. Das machen aber auch andere. Ne? Ja, aber wir ja nicht. Ne? Ja, und wenn es dann mal laut wird, dann wird halt auch richtig geknallt und dann geht's auch richtig los. Also das die Philharmonie macht ja zum Glück keine Fahrstuhlmusik. Ne? Keine Fahrstuhlmusik, ja. Genau. Na ja, gut. Ja, ja. Nee, machen wir nicht. Ja. Ne? Aber lass uns noch mal über, also Sinfoniekonzerte, CPH, da sind wir so aufgehoben und vor allen Dingen hier Philharmonieladen, Hanau, seit am 5.12.2019 hatten wir hier Eröffnung. Wir haben hier einfach auch ein Zuhause mit Archiv und hier können wir uns ein bisschen auch austoben. Danach kam die große Scheiße auf gut Deutsch am 14. März 2020 mit Corona. Hier haben wir trotzdem dann auch genutzt, ein paar Aufnahmen zu machen. Also das ist... Ja, ich werde es nicht vergessen. Wir haben irgendwie einen Tag geprobt. Ich meine, es war für Schuberts Cello-Sinfonie. Kann sein, ja. Ja, ja, März, genau. 14. März-Konzert. Ja, genau. Und auf dem Heimweg noch klingelte mein Handy. Und ein gewisser Dirk Eisermann, nämlich du warst dran, du Hübi, das fällt aus. Scheiße. Ich so, dein Ernst? Okay. Er so, ja, mein Ernst. Ich so, okay. Dass sich das dann über die nächsten Jahre erstmal so fortgesetzt hat, alter Schwede. Also wir müssen noch ganz viel wichtigere Sachen besprechen. Also Corona hat uns echt gebeult, aber... So, und es ist, glaube ich, geht mir zumindest so, wahrscheinlich wie vielen anderen auch. Ich habe so das Gefühl, diese Zeit ist irgendwie ganz schnell rumgegangen. Also wenn ich jetzt irgendwie so jetzt haben wir 2024, ich muss mich wirklich manchmal schütteln und muss mich einfach nochmal vergegenwärtigen, was das für eine schwierige Zeit war. Ja. Trotzdem, wir spielen am 13.12. mit Symphonic Echoes of Pink Floyd in der alten Oper Frankfurt. Schon zum zweiten Mal. Mal. Ich freue mich. Ja. Aber vor 2 Jahren war das ein von der Bundesregierung, von dem Projekt Neustadt Kultur gefördertes Projekt. Ja. Und das konnten wir realisieren. Also, und da gibt es jetzt, das war das große Hindemith-Projekt, was wir umsetzen durften. Wir konnten Symphonic Rock produzieren. Wir haben die Gala in Hanau, die Bruder-Grimm-Gala, erste Bruder-Grimm-Gala produzieren können. Das war über die Corona-Förderung tatsächlich auch eine Option. Also ich bin tatsächlich jetzt in der Nach-Corona-Zeit natürlich am Recherchieren, wo es wieder Töpfe gibt, wo wir solche Projekte machen können. Wir haben in diesem Jahr zum ersten Mal ein Schülerkonzert gemacht. Das lief jetzt nicht über die Corona-Förderung, das lief über, über unseren Förderverein. Ein Förderverein, Philharmonie in Hanau, unterstützt das Projekt. Aber das wird jetzt der Job sein, um solche spannenden Projekte zu machen, dass wir da auch Unterstützung kriegen, weil ohne das können wir das gerade nicht machen. Aber es ist ja extremst wichtig. Okay, Pink Floyd, wir kriegen die alte Oper ausverkauft oder voll zumindest. Also das wird eine große Nummer werden. Ich wollte aber nochmal zurück. Wir waren bei Nena. Genau. Wir waren bei Nena. Ich kann mich an einen... Wie ging es denn weiter? Erzähl mal, hast du noch in der Grund, welcher Star dann kam? Naja, Chris de Burgh war dabei. Genau. Ja, der auch große Erfahrung. Ja. Genau. Da haben wir hier im Schloss Philippsruhe ein Konzert gespielt. Richtig, genau. Und in Bonn, in der Kunst- und Ausstellungshalle, die es damals Bonn, noch gab. Genau, da haben wir gespielt. Mhm. War es nicht noch irgendein Open Air, was wir gespielt haben? Ach, ich weiß es jetzt nicht. Ja. Genau. Wie gesagt, Chris de Burgh war es. Dann, das, was ich vorhin schon erwähnt habe, kommt aber erst mal später. Staying Alive. Ja, genau. Vorher waren wir Teil eines tollen Projektes, nämlich Robin Gibb ging auf Tour. Und Robin Gibb
kam nicht dran vorbei, unser Orchester mit auf Tour zu nehmen. Das ging ja gar nicht. Ne? Genau. Und wieder waren wir auf allen großen Bühnen unterwegs. War auch toll, war auch ein toller MD, ein super Gitarrist und Arrangeur dabei. Und stehst du dann doch neben den Leuten, die du doch aus dem Radio gekannt hast. Ich war jetzt auch nicht der große Bee Gees-Fan, aber trotzdem, dann spielst du da und stellst fest, Mist, du kennst ja jeden Song. Also sie haben sich in deine Gehörgänge gebrannt, weil es einfach dann doch gut war. Ja, genau. Das war echt super, ja. Und dann ging es ja weiter. Und dann kam ja auch immer. Da ist so ein Gesicht, der guckt dich da an. Hast du da das Datum noch unten? Siehst du das noch ganz? Ich müsste dazu mal kurz aufstehen. Steh mal ganz kurz. Nicht, dass wir was Falsches sagen, weil da hat es angefangen. Ist das das erste Plakat? Ist das Jahrhunderthalle oder was steht da? Das ist Olympiahalle München. Ich glaube, das ist aber. Ja. Ich glaube, das ging 2009 schon los. Das ist nicht das Erstplakat. Nee. Okay, also der Blonde. Verrat's dem Publikum. Genau. Der blonde große Geiger. Den ich gestern im Fernsehen gesehen habe. Den hast du gestern sogar im Fernsehen gesehen? Ja. Ich nicht tatsächlich. Gestern war tatsächlich Fußball dran. David Garrett. Ja. Ja, David Garrett. Wie lange? Wie viele Tourneen? Weißt du das ungefähr? Also auf jeden Fall über 10 Jahre, es waren wahrscheinlich 9 Tourneen über 10 Jahre oder 10 Tourneen über 11 Jahre, ich krieg's gerade. Also 2019 war jetzt die letzte. Ja, also waren es wahrscheinlich 9 Tourneen verteilt auf 10 Jahre. Ja, großartig, ne? Also fantastischer Geiger, kann alles spielen. Das ist so ein Moment, was ich auch immer wieder erwähne. Ich sage wirklich, kann alles spielen. Ja. Das, was Presse ganz gern mal gesagt hat, also gerade noch in seinen Anfangsjahren, der braucht die große Show, das große Tohuwabohu und das Drumherum. Nein, never ever. Ja, also ich meine, ich habe wirklich teilweise nur 1-2 Meter neben ihm auf der Bühne gestanden, beziehungsweise ich gesessen, er gestanden. Fantastischer Geiger, kann alles spielen und hat vor allem, das hat die Presse niemals lobend genug erwähnt, was hat er letztendlich für die Klassik getan? Ja. Von wegen, man darf Klassik nicht im neuen Gewand irgendwie darbieten oder dieser Crossover, das wird ja immer ganz gern ein bisschen kaputt geredet und deshalb bleibt ja die Klassik oft auch eine Nische in der Publikum. Wir haben ja ein Nischenpublikum mittlerweile und das heißt immer, das Publikum wird immer älter. Nein, er hat die Jugend angesprochen. Er hat Geige in gemacht. Ja? An die Musikschulen kommen auf einmal Kinder, die wahrscheinlich vorher nicht gegeigt hätten. Das die sagen, ich will aber Geige lernen. Das ist nochmal anders als Nigel Kennedy, oder? Ja, bei Nigel ging es aber auch schon los. Ja, also aber das hat nicht die Kids angesprochen, oder? Nigel Kennedy hat tatsächlich echt die Rock'n'Roll-Fans angesprochen. Der war eben doch auch mit den Fiesta in den Popcharts. Ja, ja, er war der Erste, der überhaupt mit einer Klassikaufnahme in den Popcharts mehrere Wochen auf Nummer 1 war, Nigel Kennedy. Das war 1990. 1990 war das, ja. Wow. Ich war damals gerade bei der Bundeswehr und habe diese weiße 4-Jahreszeiten-CD in der Hand gehabt. Und der Punk-Geiger. Ihr habt ihr eingelegt und habt gedacht, wow, wie geil ist das denn? Ja, wirklich, ja. Und also beide, Nigel Kennedy und David Garrett, wirklich beides unfassbar großartige Geiger. Und was haben die letztendlich dafür getan, dass dieses Instrument, also als ich Schüler war, war es jetzt nicht unbedingt cool, einen Geigenkasten auf dem Rücken zu haben. Mhm. Da waren die Geigenschüler ja schon eher in der Fantasie aller anderen, so ein bisschen die pickelgesichtigen, Karohosen tragenden Lauchs. Ja, nein. Also ich meine, die Karohose habe ich zum Glück nie getragen. Aber die Pickel hatte ich wahrscheinlich schon als Jugendlicher. Ich war aber bestimmt so ein bisschen auch gegen einer, der ein bisschen gegen die Spießigkeitswelle geschwommen ist. Also insofern habe ich mich natürlich auch sehr schnell damit identifizieren können mit Nigel Kennedy und David Garrett. Ich fand's geil. Ja, und wir haben einfach tolle Touren gespielt. Und was er kommerziell für das Instrument und für die Klassik getan hat, das muss man einfach mal super lobend erwähnen. Und auch die Arrangements von Frank van der Heijden, super geil. Also, und es hat uns, also nicht nur die Tour, aber das war, also wenn ich an
wenn ich da auch an die Venues, an die Konzertarenen, an die Konzerthallen, also das denke, was wir da alles auch für Möglichkeiten hatten. Ja? Waldbühne, Berlin, ne? Königsplatz. Ja. Ich kann mich an deine Geschichte mit Leslie Mandoki erinnern, die wir aber jetzt hier nicht breit treten. Nein, aber Leslie... Wir haben grüße ich hiermit auch. Genau. Wir hatten auch mit Leslie unfassbar tolle Shows und, und viel Spaß. Genau. Natürlich über Alte Oper haben wir schon gesprochen, Frankfurt. Elbphilharmonie gab es da noch nicht. Elbphilharmonie, nee, da waren, haben wir dann schon größer gespielt. Ja. Ne? Und das ist natürlich so eine Geschichte, wenn du dann zum ersten Mal Dresden, Elbufer, da haben wir einmal eine Tournee gespielt, kannst du dich entsinnen, mit Bruch-Violinen-Konzert. Ja. Hat die Judith Kubitz, glaube ich, dirigiert. Ja. Und erste danach, Hälfte war Bruch, zweite Hälfte war eben das Programm seiner Platte, ich glaube, das war die Encore damals. Ja, ja. Ne? Also das waren man hat sich da ja so ein bisschen auch gefunden. Ich kann mich an den ersten Hummelflug, an die erste Tournee erinnern, Hummelflug, wo Lauti, technischer Leiter oder wer auch immer, eine Kamera an die Geige positioniert hat. Ja. Und man einfach auch so die Geschwindigkeit, der hat ja damals Weltrekord. Im, schnellster Geiger der Welt. Genau. Ich glaube, er selber kann es nicht mehr hören. Aber Genau, das waren ja so Effekte, die auch geholfen haben, auch Publikum mitzunehmen. Mhm. Auch mit Nigel, das, ich finde, ich meine, wir sind ja alle auch, also ich bin einfach auch ein Klassik-Fan. Ja. Und ich kann mich entsinnen, wie in den 80er Jahren klassische Musik, hast eine Platte in der Hand, da gab es den Karajan, Marketing-Experte natürlich schon auch. Und ansonsten, wenn du dann die Wilhelm Kempf oder wie immer die Platten in der Hand gab, dann das waren alle so, da war so viel Staub drauf, also so in der Herangehensweise. Ja, 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 ja. Und wenn du jetzt über David Garrett sprichst, und da hat sich ja auch einiges auch entwickelt. Okay, wer auch immer der Erste war, der klassische Musik endlich mal sexy promotet hat. Ja, weißt du, was dazu auch unbedingt gehört? Und da kommen wir auch, also das ist jetzt echt ein Zufall, aber es gab ja Concerto für Violin, es gab Concerto für Brass, es gab Concertos für Symphony Orchester, es gab aber auch ein Concerto für Group and Orchestra. Ah! Ja. Ich kann mich entsinnen. Ja, das war... 1969. Richtig, genau. Da warst du doch noch gar nicht auf der Welt. Da war sogar ich noch nicht auf der Welt, ja. Geil, oder? es dauerte noch anderthalb Jahre, bis ich auf die Welt gekommen bin, als dieses Concerto for Group and Orchestra rausgekommen ist. Ein gewisser John Lord war der Composer dieses Stückes. Ja. Und das hat sich ja um eine gewisse Band zusammengebaut, kreiert, deren Gitarrist ja der musikalische Partner von Van Romaine war. Ich habe es vorhin schon gesagt. Unbedingt. Mittlerweile, also jetzt auch schon nicht mehr mittlerweile, aber als wir dann auf Tour gegangen sind, da schließt sich nämlich jetzt der Kreis, den ich vorhin sagen wollte, Steve Morse, ein wahnsinnig innovativer Gitarrist und Nachfolger von Ritchie Blackmore bei Deep Purple. Also ich kann mich entsinnen, wie ich von der Firma, ich glaube KBK, eine Mail auf dem Tisch hatte, ob wir denn im Sommer 2011, also diese Mail muss irgendwo im 2010, im Herbst gekommen sein, ob wir denn da Zeit hätten. Ich glaube, das war sogar kurzfristiger, weil wir waren schon mit David Garrett auf Open-Air-Tour, als wir da auf einmal Mails und Telefonate hatten. Nee, das war schon, also wir waren vielleicht auf Tour. Hey, das muss man einfach auch nochmal sagen, wir haben echt Glück gehabt. Also wir hatten, das kann ja auch mal passieren, dass wir eine Anfrage kriegen und sind dann mit David oder mit wem auch immer unterwegs und können das nicht spielen. Ja. Und bei Deep Purple hat das gepasst. Also da kam eben, also ist ja ne, Anfrage. Aber du als gewiefter Geschäftsführer kriegst ja auch immer zwei Besetzungen auf die Beine gestellt. Auch das hätten wir zur Not noch. Ja, gemacht. Aber 2011 war ich mir heute nicht mehr sicher, dass wir einfach von der Struktur her das auch stemmen können. Aber Deep Purple ist dann schon auch nochmal, also das war tatsächlich so ein Ding, wo wir zusammengehockt haben, wo, wo es ja nicht nur um Deutschland ging, sondern da stand ja als zweiter Konzerttag so ein gewisser Konzertsaal in Montreux. Richtig. Am dritten Konzerttag. An dem See, wo übrigens natürlich auch der wahrscheinlich berühmteste Hit aller Hits von Deep Purple entstanden ist. Kommen wir gleich nochmal dazu.
Ich will einfach nur sagen, wir kriegen diese Mail, wir reden darüber, ich krieg schlotterige Knie. Und dann gab es ein legendäres Telefon. Früher, heute heißt das Videocall, ne? Heute kann man sich ja auch angucken, wenn man telefoniert. Damals gab es noch keine. Also damals gab es keine Smartphones. Also ich glaube, wir hatten Tastenhandys. Also wurscht, es gab auf alle Fälle im Kapitol Offenbach, in unserem keins. Orchesterbüro, gab es einen runden Tisch. Da saß die Katrin, der Ralf Philipp Ziegler, der Ralf Hübner und wer auch immer noch. Und wir haben mit dem künstlerischen Leiter von Deep Purple, mit Steven Bentley-Klein, telefoniert. Was, ein wahnsinniger Dirigent, wahnsinniger Arrangeur, wahnsinniger Typ, aber ich meine gerade alles in total positiv. So eine Energie, der Typ. Genau. Geil. Ja? Also am Ende ist es ja so, es ist ja so, du willst einen guten Job machen. Mhm. Du weißt nicht genau, was kommt da auf dich zu. Wir planen Proben, wir müssen irgendwie gucken. So. Und dann war es aber auch dir nochmal wichtig, oder uns natürlich, aber du bist ja Künstler, dass wir ein Gespräch eben mit der Band, um dann wirklich auch zu entscheiden, kriegen wir das gestemmt. Ja, genau. Ne? Weil alles ist nur so. Und das hat dann ja gepasst. Und dann haben wir, das ist dann die nächste Geschichte, wir haben also die Konzerte geplant und ich glaube 36 Musiker, ne? waren wir unterwegs. Locker, ja, klar. Ich kann mich an Fanny Kammerlander erinnern, die legendäre Cellistin, die jetzt mit Konstantin Wecker und in der Münchner Szene ja unterwegs super, ist. Ja. Dirk Rumig kam, glaube ich, zum ersten Mal dabei, weil doch, das war, glaube ich, so ein bisschen unser Knackpunkt, ja, so Big Band-Geschichten. Auch unser heutiger zweiter Solo-Cellist, der Gabriel, der war auch da zum ersten Mal dabei. Auch da zum ersten. Also jedenfalls hatte ich da eine illustre Truppe und wir wollten es einfach gut machen und wir wollen immer alles gut machen, ist ja selbstverständlich. Und erst der Probetag. Weißt du übrigens, da gibt es eine ganz nette Geschichte noch. Vielleicht hört das ja sogar der Kaspar. Ja, Kontrabassist in Berlin bei den Philharmonikern. Ja, genau. Aber absoluter Deep Purple-Fan, also ähnliches Crossover-Herz wie meins auch. Ja, absolut. Genau. Der aber durchgeknallt. Der quasi per Blindbewerbung geschrieben hat: Leute, ich bin hier in Berlin Kontrabassist. Ich habe gehört, ihr geht mit Deep Purple auf die Tour. Darf ich dabei sein? Wir haben gesagt: Klar. Ich spiele umsonst. Hat er sogar gesagt. Nein, das musste er aber gar nicht. Nein, er wurde genauso bezahlt wie alle anderen Musiker auch. Aber es sind einfach so herzliche Geschichten um die Philharmonie herum, die hier so passieren. Wo passiert sowas schon mal? Aber wir gehen mit Deep Purple auf Tour und Bassist der Wiener Philharmoniker kommt zu uns und sagt, ich will mit euch spielen. Ja. Geil, also irgendwie genau. Das war aber noch die Akademie, glaube ich. Aber egal, also Kaspar ins Herz geschlossen. Grüße an Kaspar an dieser Stelle. Ja, genau. Erster Probetag im Kapitol Offenbach. Richtig. Probe hat, hast du das geleitet? Oder wir? Ja, der Klick hat es geleitet. Oder ich meine, ich habe es tatsächlich geleitet, aber wir hatten jetzt keinen Dirigenten. Wir haben echt gesagt, wir haben gesagt, wir müssen uns da wirklich drauf vorbereiten, weil, wie gesagt, wir wollen es ja nicht mit so einer RTL-Sendung handhaben, blamieren oder kassieren. Nein, wir wollen, wir wollen die Gage kassieren, aber zu Recht. Genau. Also waren auch gut vorbereitet. Dann kam eben der große Meister Steven Bentley. Moment, das muss ich erzählen, den habe ich abgeholt. Ja, okay, konnte ich ja nicht, weil ich muss ja proben. Ich habe ihn abgeholt. Du hast ihn abgeholt? Damals in dem Villa Kennedy, wo die Purple gerade übernachtet hat. Und das war irgendwie vollkommen klar. Wir holen ihn ab und dann wird der zweite Nachmittag geprobt mit Steven Bentley Klein. Und Steven Bentley Klein kam auf die Bühne gesagt, so, jetzt fangen wir mal an. Und ich weiß nicht, welches Stück er geprobt hat. Wir haben gleich seine Fanfare, genau. Er hat diese Big Band-lastige Fanfare als Intro für diese ganze Show komponiert, was ein Medley beinhaltet von allen die Purple Songs, unter anderem Smoke on the Water in 5/4-Takt und alles. Echt anspruchsvoll zu spielen. Richtig geil, ja? Der probt, der hebt den Dirigentenstock mit einer wahnsinnigen Energie, wedelt er da durch. Wir nageln das Ding. Das ganze Ding war nach 11 Minuten vorbei. Er hat gesagt, alles klar, ihr seid super und ist wieder gegangen. Genau. Und wir haben uns wir sind auf Tour gegangen. Und haben gesagt, okay. Also das ist so ein bisschen mein Ding immer, okay, er ist der Entscheidungsträger, er ist der künstlerische Leiter. Wenn der sagt, alles gut, muss ja alles gut sein. Wir gucken uns an und sagen, wir spielen morgen ein Konzert. Das so, wir haben den Rest dann schon noch geprobt. Also nicht, die Leute denken, wir haben den Rest dann nicht gemacht. Doch, den haben wir in Eigenregie schon weitergemacht. Aber ich meine, wenn du dich auf diese Art und Weise bewirbst und so eine
quasi so eine Duftmarke abgibst, dass der große Chef nach 11 Minuten sagt, ey, ihr seid geil und wieder geht. Und dann, also im absoluten blinden Vertrauen, das nächste Mal, dass wir uns getroffen haben, war direkt das Konzert in Mainz. Genau, ja. Das war's. genau. Bevor wir, ich glaube, wir können stundenlang über diese Deep Purple Tour, klar, aber ja. Eins, inhaltlich war mir noch wichtig, das Konzert hat angefangen mit dieser Fanfare oder wie auch immer, so 5, 6, 7, 8 Minuten. Ne? Mhm. Und dann, und das ist das, Ralf, du kannst dich, glaube ich, entsinnen, wie Symphonic Rock zum ersten Mal sagt, wir müssen das adaptieren. Die Purple hat eine klassisch angehauchte Ouvertüre. Genau. Dann gab es so ein Ian Pace, wie so eine Art Trommelwirbel. Und dann hat irgendwas angefangen, wo ich als Hörer gedacht habe, jetzt hat irgendeiner diese 100 Millionen Volt-Amps an Watt, wie auch immer, angemacht. Es gab einen Bass, der einen so ein bisschen so in die Magengruben gedrückt hat. Und so, und jetzt geht's los. Und dann Also alle seismografischen Institute hätten einen Ausschlag gehabt. Wahrscheinlich. Und Highway Star ging los. Und dann ging's mit Highway Star los. Ja. Ja. Danach ging's Maybe I'm the Leo. Maybe I'm the Leo und Woman in Tokyo. Genau. Also es gab 20 Minuten richtig auf die Fresse. Und dann steht Gillen und sagt, hello folks. Ja. Mhm. Und das als Intro haben wir geklaut. Ja. Haben wir einfach geklaut. Also nicht wir haben spielen Highway Star, wir spielen eine Ouvertüre, es muss nicht die Deep Purple, es kann eine andere auch sein. Dann Highway Star, dann Let Me Entertain You, dann vielleicht noch ein drittes Stück. Aber bei der ersten Symphonic Rock Tour haben wir danach direkt noch Kashmir reingenommen. Aber erstmal eine Viertelstunde Publikum richtig abholen mit dem, was passiert ist. Ja. Und das war Deep Purple und dann eben das Konzert in Mainz, wo wir noch, wir haben den Job gemacht. Und genau, und auch gut gemacht. Wir sind weiter auf Tour geblieben, also wir durften mitreisen. Und der nächste Ort war ja dann eben Montreux. Heißt das Saal Stravinsky Hall oder so? Das weiß ich gar nicht. Jedenfalls dieses legendäre, wo alle, ob das Coltrane, ob Miles, alle haben sie da auf der Bühne. Ray Vaughan sogar. Alle. Ja. Und wir dürfen das spielen. Ja. Und dann am Ende kommt noch einer und sagt, die Purple, die kannst du dich entsinnen, es gibt auf der Aufnahme. Und das ist der dann kurze Zeit später verstorbene Funky Cloud, der ja auch in Smoke on the Water einfach auch textlich verewigt. Ja. Einfach der Chef vom Jazz Festival in Montreux. Und das war für unsere junge Kapelle einfach der Ritterschlag, dass wir dann in Verona gespielt haben. Genau, das ging gleich weiter mit Verona und auch gleich von den sozusagen von Konzert 2 und 3 wurde gleich die Live-DVD produziert. Da weißt du auch erstmal, also erstens, wir stehen in der Verantwortung, aber andererseits, guck mal, was die Kapelle für ein Gottvertrauen in uns hatte. Ja. Ich meine, du machst eine DVD, die danach wirklich sehr möglichst millionenfach in Verkauf geht. Von der zweiten und dritten Show mit uns. Ist doch super. Kleiner Ritterschlag schon. Es sei nur erwähnt, dass das der Plattentext von Deep Purple mit Orchestra in Verona ein Loblied auf die neue Philharmonie Frankfurt ist. Von Don Airey, dem Keyboarder. Don Airey. Genialen Keyboarder. Genau. Ich persönlich verfasst. Einfach großer Ritterschlag. Ich glaube, das ist das, was wir wirklich einfach auch mitnehmen dürfen. Ja. Dass uns dann die Band nach der Tour eingeladen hat, die Herbsttour im November, bis Anfang Dezember. Ja, tief in den Dezember rein. Genau. Ich glaube, wir waren an Nikolaus in Helsinki. Genau, also wir durften dann mit Deep Purple in der O2 World in London spielen. Ja. Wir haben in Helsinki, in Oslo, in, ich glaube, Göteborg, Stockholm, was auch immer. Ganz großes Kino, das war und ist nach wie vor unser großes Ding, was wir mitnehmen und was wir auch nie vergessen, was uns einfach so viel Energie auch gebracht hat. Genau. Es ist doch nett. Ich meine, das, was Ian Gillen zu uns gesagt hat, ist ja immer noch als Logo auf unserem NPF-Bus. Genau, so funkiest Orchestra we ever played with. Ja, und der meint es auch so. Ne? Ja. Und das ist einfach so eine ehrliche Nummer gewesen. Das ist einfach eine Band, die keine Allüren hat, die mit uns zusammen feiern konnte, die einfach auch einen Respekt auch geäußert
gearbeitet hat. Genau. Bei allem Business, der dazugehört und bei allem, was unser, das den Rock'n'Roll auch manchmal ein bisschen schwierig macht. Mhm. Ne? Aber das war großes Kino. Es gab aber ein Folgeprojekt. Genau, genauso allürenfrei der Künstler. Der Künstler, genauso genau. Allürenfrei der Künstler, genauso allürenfrei der auch geniale Arrangeur. Ja. New Blood Orchestra. Mhm. Wir waren 50% Briten, 50% Neue Philharmonie Frankfurt mhm. und waren auf Tour mit Peter Gabriel. Genau. Und das Konzert, was wir auf dieser großen Tour hatten, mit diesen großartigen Musikern und diesem großartigen Künstler und Sänger, mhm. der wirklich, auch da muss ich sagen, der wusste sogar deinen Vornamen. Der kommt ins Catering. Ich frage, everything okay, Ralph? Ich so, oh, Moment mal. Das ist krass, ja. Also wirklich unfassbar genial. Und ich meine, einer der gänsehautigsten Momente meiner ganzen Philharmonielaufbahn war mit Sicherheit Oświęcim in Polen, das große Festival, ja, ja, ehemals in Auschwitz. In Auschwitz, ja. Ja. Mit Peter Gabriel. Wahnsinn, ja. Und ja. dann auch gleich da wieder die Tour machen dürfen. Ja. Ja, die könnten ja auch lokale Orchester buchen. Nein, sie wollten es mit uns machen. Ist doch super. Ja, ja. Also ich, genau. Ich bin ja immer so der, ja. Und musikalisch für uns auch wieder mal eine ganz neue Erfahrung. Also die Arrangements von John Metcalfe, das ist ja mal wieder eine ganz, ganz andere, diese fast zerbrechliche, nach dem großen Rock'n'Roll Deep Purple, kommen wir in dieses ganz sphärisch, elegant, ja, britische. Ach ja, du musst dich ja dann auch spielerisch richtig umstellen, nicht nur darauf einstellen, du musst dich ja richtig umstellen. Also man sieht so von wegen, das ist doch nur Rock. Nein, das ist nicht nur Rock. Das ist spielerischer Höchstanspruch. Also gerade mit den Briten vom New Blood Orchestra, die nun wirklich auch so einen ganz anderen Ansatz hatten, als wir das jetzt natürlich. Aber geil. Also wirklich, Wir haben mittlerweile Horizonterweiterung, das kannst du nicht studieren. Das kriegst du nur... Durchs Machen auf der Bühne mit so tollen Leuten mit, ja. Mhm. Also ich weiß nicht, wie ich gehört habe, wir spielen damit, oder das hast du wahrscheinlich auch. Also ich meine, was geht denn da in einen ab? Da kommen jetzt 25 Musiker vom London Symphony Orchestra oder wie auch immer, super hart gesortene Profis. Ja. Wir ja auch Profis, mhm. aber genau. Ne, so, wie passen das so zusammen? Also ich meine, so ein bisschen... Du denkst erstmal wirklich, was ich vorhin schon gesagt habe, bloß nicht blamieren, ja? Ja. Weil ja. Die haben halt mit Peter Gabriel und anderen Orchestern vorher ja schon auch gespielt. Ja. Die hatten natürlich einen Anspruch auch, wie soll das gehen? Du musst da halt auch immer bestehen, ja? Jede erste Probe ist ja letztendlich ein brutalo Casting. Herkules-Saal, ja? München. Genau, und das muss dann ja auch erstmal funktionieren. Ja. Und du musst halt dann auch diese Flexibilität haben, dich wirklich wahnsinnig schnell auf diese ganz andere Spielart einzustellen, ja? Wirklich, also jetzt mal konkret gesagt, alles so... sehr, sehr, sehr liegend, legato, kein Vibrato, ganz präzise, schon auch alles auf Klick. Ja. Toller Dirigent mit dem Ben Foster damals auch. Ja. Stimmt, ja. Ja, toller Typ. Ja. Und wie gesagt, John Metcalfe, toller Arrangeur, das ist so sphärisch, das nimmt einen ja auch mit. Und du musst aber auch immer so schnell auf den Punkt liefern, das ist, war wirklich auch ja, und dann eben diese zwei, weißt du, das ist so, du kommst mit dem Bus nach München, ne? Ja. Die Musiker steigen aus, ne? Wir gehen in den Herkulessaal und dann, das ist so, ja, du sitzt, da kommen irgendwie 25 Engländer, 25 Hanau, Frankfurter, die sitzen jetzt irgendwie zusammen, so und spielen. Ich bin ja so ein Harmoniebedürftiger. Ich kann mich entsinnen, wie wir nach der ersten Show in der Münchner Olympiahalle, oder hatten, ja, genau. Und Sausage Master kam. Genau, dieser Master of Sausage kam. Genau. Ja. Also unser Björn Diehl, unser Trompeter aus Oberaula, der die Vogelsberger Dauerwurst in einem extra gebauten Washed Case anliefert. Ja. Und er dann, wo ich sagte, Björn, geh mal rüber zu den Engländern. Und ich weiß, innerhalb von 3 Minuten, ja, haben aus 2x25 Musikern waren es 50 Musiker, die zusammen sich auf die Schulter geklopft haben und auf einmal. Und gemeinsam das Wurstende gebissen haben, genau. Ja, das zum Thema Wurst, ganz kurz, muss ich schon noch sagen: Das Abschiedsgeschenk an Ian Paice war eine Sticktasche, also dass die Schlagzeuger wissen, was das ist, eine Sticktasche voller unterschiedlicher
Würste. Ja? Und er hat sich unfassbar gefreut darüber. Das war auch so nett, ja. Wenn er so eine Meinels Dick. Genau. Aber das ist eben auch die neue Philharmonie Frankfurt, dass wir einfach, wir hatten vorhin ja schon über ein paar verrückte, charismatische Gestalten, Gestalten in Musiker gesprochen, Fanny, Björn, andere auch, aber das bringt einfach auch das Leben zusammen, das bringt das Orchester zusammen, das bringt eine gute Stimmung einfach auch, ja. Und Peter Gabriel, wusste sofort, wer Björn Diehl ist, Master of Sausage. Das hat er auch, genauso wie er deinen Namen wusste, er hat das auch eingechippt und das kriegt er auch mit. Und das zeigt sich auch immer wieder, dass das neben der Kunst, die Töne richtig zu spielen und gut zu spielen, das steht ja über allem. Ja. Genau. Aber dass so eine Stimmung und dass wir einfach mit den Acts irgendwie auch gut können. Wo die Stimmung auch so gut ist? Wir müssen ja auch mal langsam mal gucken, in die Zukunft gucken. Ja, ja. Du trinkst die ganze Zeit aus so einer Tasse. Ah, Produktplacement ist aber... Wir kommen da gleich hin. Ja. Also wir haben ja letztens ist mir der Name nicht eingefallen. Vincent van Dossa ist mir eingefallen. Ja, und... ich merke, die Fans sind jetzt aufgesprungen. Robby! Ja. Swing When You're Winning, der Arrangeur von Swing When You're Winning. Ja. War aber auch noch ein anderer Arrangeur. Von Gregory Porter. Gregory Porter und ich glaube auch, hat der nicht auch die... Teilweise hat der auch... Side Story Nummer von Nils Lundgren? Ja. Stimmt. Meine ich schon auch. Ja, stimmt. Kannst du dich entsinnen, war das Nils Lundgren in der Philharmonie in Berlin, wo wir waren? Ich bin ja Geiger, wie gesagt, ich war da ja gar nicht so gefragt, aber wir haben es uns angeguckt. Wir haben es uns angeguckt, das war Intro war. Wir waren gerade, glaube ich, auf Garrett Tour und du hast gesagt, Ralf, komm mal mit mir rüber. Genau. Wir hatten Off-Day und... Genau. Und dann mussten wir ja mal gucken, was da passiert. Da sind die Bläser, waren das die Berliner Philharmoniker Bläser? Mhm. Ja. Also großes Konzert, Nils Lundgren, großartiger Posaunist. Mhm. Und wir wurden angefragt, auf Tournee zu gehen. Genau. Ne? Und wir müssen den Vincent Mendoza ist der große Arrangeur im Jazz, Soul, Jazz? Ja, schon. Ne? Also es steht bei Robbie Williams Swing When You're Winning, diese legendäre Platte, wo er wirklich einfach Frank Sinatra. Und wie gesagt, unsere tollen Konzerte mit einer wahnsinns amerikanischen Stimme. Genau, Gregory Porter. Gregory Porter. So, und das ist auch jetzt auch wieder Probe, Kongresspark Hanau. Ja. Große Probe, Kongresspark Hanau. Großes Orchester? Ja. Also keine Achterbesetzung? Nein. 12er-Besetzung. Ja. Wir hatten da richtig, Ja. Orchester auf der Bühne, so ein, dann kommt dieser große Mann mit der Mütze? Ledermütze. Ja. Und singt den ersten Ton. Ich habe gedacht, ich falle so rückwärts. Wahnsinn, gell? Stuhl, ja. Was ein netter Mensch und ein genialer Künstler. Großartig. Ja. Mhm. So. Ja. Vince dirigiert uns, also großes Kino. Also wir hatten da zwei tolle Probetage gehabt. Mhm. Die ersten Konzerte hat Vincent van Dossa dirigiert. Oder war das die erste Tour und dann die zweite? Hatten wir zwei Touren. Ja, also jedenfalls hat Jens Tröster, unser künstlicher Leiter, dann den Dirigentenstab übernommen. Und Vince konnte nicht, logischerweise ein vielbeschäftigter Mensch. Genau, und konnte uns dann weiterführen. Und der Jens, auch durch uns ein vielbeschäftigter Mensch logischerweise, er ist nämlich unser künstlerischer Leiter, wie du schon gesagt hast, unser Chefdirigent, hat uns dann dirigiert, die Band teilweise aus Amerika, unser Orchester. Ja, es war eine Riesenerfahrung. Geniale Musik. Das Schöne ist ja, wenn sich die Pfade immer mal wieder kreuzen. Denn als wir dann mit Robbie Williams der Elbphilharmonie gespielt haben. Robbie Williams und Ralf Hübner und das legendäre Konzertmeister-Solo. Aber da kommen wir nachher später drauf nochmal. Ja. Naja, weil ich wollte gerade sagen, und im Publikum von Robbie Williams war zufällig ein gewisser großgebauter, mit toller Stimme ausgestatteter Sänger. Ja. Ein gewisser Gregory Porter, der dann, wir spielen mit Robbie Williams in der Elbphilharmonie und
feiern mit Gregory Porter backstage und den Würstchen. Genau. Das ist die Björns Würstchen. Das genau. Das ist doch großartig. Die Tourmanagerin von ihm hat mich angerufen und hat: Dirk, bist du auch da? Das ist doch dein Orchester. Wo bist denn du? Und sagt: Du, wo stehst du? Ja, ich stehe hier gerade mit Gregory Porter an der Tür. So, und es hat 5 Minuten gedauert, da war er bei uns. Ja. Und wir haben unsere. Und es war so richtig herzlich. Es war einfach herzlich. Ja, also, absolut. Und das ist im Prinzip auch das, was ob das Deep Purple ist, Peter Gabriel, Gregory Porter, Nils Lundgren. Es hat sich einfach auch da sehr viel, sehr viel Herzlichkeit auch angesammelt. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Und das geht ja jetzt auch gleich so weiter. Bevor wir aber jetzt zur Was machen wir jetzt und was machen wir übermorgen und morgen, wir dürfen so ein paar Sachen nicht vergessen. Also Elbphilharmonie. Wann haben wir zum ersten Mal in der Elbphilharmonie gespielt? Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß es wirklich nicht, welches Jahr das war. Es war einige Male schon mit vielen, es war wie gesagt mit Gregory Porter, mit Robbie Williams, mit Dionne Warwick. Ich glaube, genau, Dionne Warwick war mit das erste Mal. Ja. Wir haben zweimal mit Dionne Warwick dort gespielt. Ja. Wir haben Father John Misty. Ja. Dürfen wir nicht so ganz vergessen. John Cale. Velvet Underground. Wo wir im Hafengebiet von Hamburg geprobt haben. Ja. Genau. Mit kleiner Besetzung. Kleine Besetzung, genau. Und ich weiß noch, das war ein ziemlich abgerobter Proberaum und sowas. Und wir haben dann auch geprobt und von dem abgerobten Proberaum relativ schnell dann auf die Bühne der Elbphilharmonie. Ja. Und da musst du ja dann auch wieder reagieren. Also wie gesagt, ich erzähle immer wieder gesagt, John Cale, Mensch, ein genialer Künstler, aber ganz bestimmt nicht Mensch der abgesprochenen Absprachen, sondern der dann in dem Konzert dann auf einmal dem Geiger, das war in dem Fall ich, andeutet doch bitte jetzt aufzustehen und ein Solo abzuliefern. Da musste dann halt reagieren. Das ist halt, das ist Philharmonie Frankfurt. aber Stichwort Konzertmeister-Solo, deine Lakaien wollte ich noch erwähnen, weil das ja auch so eine inspirierende, sehr frühe Tournee war. die vielleicht gar nicht jetzt so auf den großen Plakaten klebt, weil die Musik und die Band nicht mit Deep Purple und Peter Gabriel, also die Popularität, aber die Musik hat so viel bewirkt auch und es waren ja tolle Arrangements und erstens das tolle Arrangements, dann auch einmal ein Gruß an Ernst Gruß und Alex. An Ernst und ein Gruß an Ernst, genau. Ein genau. Gruß an Ernst und an Alex, toller Sänger, tolle Stimme und Ernst, toller Pianist und Arrangeur. Ja, deine Lakaien, Gothic-Publikum, tolles Publikum, ich habe es geliebt, ich mag die Musik wirklich gerne. Immer noch, die Platte ist super. Ja, ja. War tolle Tourerfahrung. Auch der Bedeutung, Tobi, sei gegrüßt, der ja auch die Connection da hat entstehen lassen, das muss man ja auch mal erwähnen. 20 Years of Electronic Avantgarde. Genau. Ja, genau. Tolle Menschen, tolle Künstler, tolle Tour. Genau. Genial. Mit dem berühmten Commodore, war das der C64? Der C64, der ja im Idealfall auch manchmal gegangen ist, glaube ich. Ja, genau. Also es war und dann zu den Lakaien, und dann kommen wir wirklich zur Mera Luna Festival. Ja. Mera Luna Festival. Das war auch so ein Ding, morgens um 10 Soundcheck und dann die Show dann nachmittags um 5 oder was auch irgendwie immer. Irgendwie sowas, Aber die Vorband, kannst du dich auch an die erinnern? Die Band, die vor uns auf der Bühne gespielt haben. Ich kann mich entsinnen, dass wir sehr viel rot gefärbtes Wasser irgendwie wegkehren mussten. Also da ist sehr viel Theaterblut. Das war das Umf? Oder Nee. Ach, weiß ich jetzt nicht mehr. Also es war jedenfalls eine ganz andere Welt. Ja, klar. Und die Lakaienmusik, die ist ja sehr zart, die ist ja sehr auskomponiert. Da ist ja richtig. Ja, absolut. Das ist eine Symphonie. Das ist toll. Wir waren bei John Cale und diesen kleinen musikalischen Momenten, wo wir sagen, wow, toll, dass wir da dabei sein durften. Ja. Wir sind ja selber von unserer eigenen Symphonic Rock Tour, haben wir gerade beendet. Ich habe den Nightliner verlassen, bin mit deinem VW-Bus und Philipp und Konzert dann nach Hamburg weitergefahren zu John Cale. Genau. Wir waren zusammen.
Ich weiß noch, wir hatten ein Hotel mitten im Autobahndreieck. Kannst du dich noch dran erinnern? Ja, du warst ja, sogar ja. derjenige, der die nicht funktionierende Zimmertür hatte. Ah, pff, die war doch außen angeln. Da hast du noch gemeint, ist das normal? Ja. Das war sehr funny. Aber dann kannst du über Hotels reden. Ja, ja, genau. Auch so ein Ding. Ja, nee, nee, ja, okay. Genau. Naja, aber das war... Genau, diese Welt. Das war so, die Philharmonie die hat ja auch so eine Sporttruppe. Ich weiß noch, das war genau die gleiche Tour, wie wir mit dem Philipp morgens joggen gegangen sind. Ja. Und wir mussten an der Fußgängerampel stehen bleiben, weil auf der anderen Seite ein Polizistenpärchen gestanden hat. Ja. Und die haben sich kaputt gelacht, dass wir Jogger bei Rot stehen geblieben sind. Und als wir dann an denen vorbeigegangen sind, haben sie uns angegrinst. Jetzt haben wir euch schön den Schnitt versaut. Das war so nett. Weil die haben genau gesehen, die drei Jungs wären nie stehen geblieben, wenn da nicht. Ja, okay, aber du hattest Philipp genannt, ne? Philipp genau. Ist ja auch genau der Stichpunkt, das ist der Lump, der uns zu dem gebracht hat, wovon wir jetzt noch ein bisschen was erzählen wollen. Genau. Weil es uns einfach auch so, weil es auch wieder so neu ist und weil es auch wieder so inspirierend ist. Ja, da kam irgendwann 2022 oder im Frühjahr 2023 zu mir und hat mir eine Adresse so, ruf doch mal bitte den Alexander Kilian an, da ist so eine Telefonnummer. Das ist den kenne ich von der Musikschule in Buchen oder Jan, ja, ruft die doch, die suchen ein Orchester. Mhm. Und das sind dann so, wenn du hörst, Buchen, muss man erst mal gucken, wo ist denn Buchen? Dann hörst du Odenwald, dann hörst du, da sollte ich Musikschule und dann die suchen ein Orchester. Dann muss ich erst mal zugeben, ja, ich freue mich immer, wenn jemand mich sucht oder uns sucht, aber hat das was mit einer realistischen Einschätzung zu tun? Weil so ein Orchester kostet ja auch Geld und wie ist Ich glaube, das? Hatte es, ja. Ja. So. Ja. So, also das ging ja so, dass ich dann irgendwo im Büro gehockt habe und habe die Telefonnummer gewählt. Mhm. Und nach 5 Minuten Gespräch wusste ich irgendwie, hier passiert gerade irgendwas. Hier passiert irgendwas, weil ich zum ersten Mal auch einfach diesen Drive und steckt ja so auch irgendwas dahinter. Ja. Ja. Und die Geschichte war die, im August 2023 hat ein Gitarrenduo aus Alam Andalusia, so sagen sie, glaube ich, immer, aus dem tiefen Odenwald in Buchen, ja, ein Konzert annonciert mit Café del Mundo und Symphonieorchester. Ja. So, und dann bist du so in der Recherche drin und guckst nach und dann siehst du oder hörst in den Gesprächen, da sind so zwei Jungs, so war die Anmodung, nach London und haben mal sich schnell für einen 6-stelligen Betrag das London Symphony Orchester, also ein Londoner Orchester, ja, gemietet, verwechselt es immer und nimmt in den Abbey Road Studios eine Platte auf. So, und du siehst da Bilder und sagst, wie kann man so durchgeknallt sein? Also, das ist doch irre, das kostet doch alles Geld und wie läuft denn das alles so? Und dann macht man sich schlau und du kriegst auf der einen Seite diese Begeisterung und diese Liebe erstmal zu dem Projekt mit. Und du siehst dann aber auch auf den Social Media oder in den Webseiten oder wie auch immer, was da auch schon für eine Substanz da ist. Das fängt bei einem total tollen Plakatmotiv an und du merkst auf einmal, hier geht auch irgendwas. Ja. Und dann haben wir dieses Konzert gespielt, ne? Letztes Jahr in Buchen und nach diesem Konzert war sofort klar, also wirklich, man muss da jetzt gar nicht, es hat nicht noch Wochen gedauert, es war einfach ganz klar, dass sich hier irgendwie Orchester und Alexander und Jan einfach so zusammenknüllen, dass wir sagen können, wirklich von da nach diesem Konzert hat sich quasi jetzt so eine Perspektive entwickelt für ein gemeinsames Projekt. Ja. Das heißt einfach Café del Mundo Symphonic, wo wir jetzt in dieser Saison, also wir haben es in dieser Saison ja mit den zwei Konzerten, da kannst du noch was dazu sagen, drei Konzerte, genau, in Hanau, Buchen und in Bensheim entwickelt, wo
wir jetzt, und das ist klar, im Februar, März, April 2026 eine große Deutschland-Tournee spielen wollen. Ja? Also im Prinzip die Chance auch, was gemeinsam zu entwickeln, weg, also ja, also da ist eine Formation, da ist eine Band, ein Gitarrenduo mit 50.000 verkauften Schallplatten, mit über 10 Millionen Views von Una Martina, von Inaudi, von 400.000 Follower. Ich bin kein, und zugegebenermaßen kein Social Media Mensch. Ich ja auch nicht, das ist einfach nicht mehr unsere Generation, aber das ist trotzdem. Die sind einfach so beeindruckend. Ja, ne? Ja. Und, nein, vor allem, die sind halt auch einfach, die sind einfach wahnsinnig geil. Die sind, sie spielen super, die Stimmung ist genial, das ist super. Also im Prinzip ist es eine Fortsetzung von Deep Purple, Peter Gabriel, es geht ja auch Nils weiter. Lundgren, Gregory Porter. Und jetzt sind wir bei Café del Mundo, wo aber auch so eine, also ich finde, da ist so ein Puls da, und wir sind nicht nur Begleitorchester und Staffage, sondern wir sind teilweise auch kreativer Part dabei. Bevor ich Café del Mundo nicht kannte, hätte ich mir nicht träumen lassen, dass ich mal Lindsay Stirling Geigensolo spielen muss. Zum Glück durfte ich das Tanzen weglassen, sonst hätte ich echt gelitten, Leute. Naja, also und das ist im Prinzip jetzt gerade das anstehende Thema bei uns. Wir freuen uns da sehr, sehr drauf, dass wir da jetzt das weiter auch entwickeln können. Und schauen wir mal, was da passiert. Ja. Also das ist auch eine schöne runde Sache, nicht eine runde Sache, das ist einfach eine Begeisterung. Also es ist einfach sowas, was wir noch nie erlebt haben, und das ist vielleicht auch, das ist so das, was wir, ja, man muss nochmal auf das, was vorgestern passiert ist, dass wir jetzt auch mit Videospielen und sowas, das ist ja auch die Gaming-Symphonies, das wird in der Zukunft ein, diese Gaming-Welt. Das wird ein Standard werden. Also, um es konkret zu machen, das ist Elden Ring-Symphonie wird im Januar uns in die Frankfurter Festhalle und nach Berlin und nach Düsseldorf führen, mit einem riesengroßen Orchester, mit einem 40-Mann-Chor. Also das ist schon ein tolles Ding. Ja. Also, dass wir diese Welt haben, aber natürlich so auf der persönlichen Ebene mit Café del Mundo nochmal, das jetzt so gemeinsam zu entwickeln, das kann ganz, ganz groß werden. Also ich bin da, freue mich drauf. Ralf, ich glaube, wir sind fast fertig. Ich glaube auch, aber es gibt noch was ich unbedingt dich fragen muss. So, das ist so ein bisschen so diese 10 Fragen bei so Podcasts, wo man so ganz schnell antworten muss. Nein, will ich gar nicht. Aber ich will so ganz platte Fragen. Was ist dein bisher tollstes Symphoniekonzert gewesen, was wir gespielt haben? Was ist so das tollste? Oder von mir aus auch das, was du gerne nochmal, was du gerne spielen willst. Nochmal. Was hast du noch? Was steckt bei dir noch so in der Hosentasche, was du gerne mal so auspacken willst? Also das tollste Sinfoniekonzert ist wirklich nur ganz kurz her, war mit Sicherheit, am präsentesten ist mir jetzt Bruckner 8, weil es wirklich ein tolles Konzert war. Ja. Was ich mir klassisch für die Zukunft wünschen würde, ist nochmal der komplette Vaterlandszyklus von Smetana. Aha. Und vielleicht mal eine konzertante Aufführung von Hänsel und Gretel zu einem Weihnachtskonzert in der CPH. Echt? Ja. Okay. Weil es die schönste Oper ist, finde ich, die geschrieben worden ist. Vielleicht bin ich ein kitschiger Mensch, aber nein, ich finde sie musikalisch wirklich toll. Okay. Ja. Super. Was so wenn du jetzt sagst, okay, Rock'n'Roll nochmal, oder welchen Künstler, welche Tournee, von welchem Künstler, von welcher Band? Also ich meine, Café del Mundo haben wir ja jetzt schon gesagt. Genau, wir haben ja schon gesagt, das wird ja, ohne hier rumzuschleimen, aber das wird ja toll mit Café del Mundo. Da freue ich mich sehr drauf. Und von den großen Stars, wen müssen wir da nochmal begleiten? Wenn nicht nochmal, vielleicht. Jemand von den Neueren? Ja, was wäre? Naja, dann müsste man ja schon fast sagen, Taylor Swift müsste uns buchen. Aber das ist jetzt nicht unbedingt meine Musik, aber wir wollen uns ja steigern, ne?
Ja, ich finde, nur in einem Fußballstadion Dekoration zu sein. Da fällt mir so vieles ein, was man noch mal gerne machen würde, ist natürlich, klar, Coldplay mit Orchester wäre wahrscheinlich irre. Ed Sheeran mit Orchester wäre wahrscheinlich irre, das in diese Richtung zu gehen. Und natürlich würde ich auch gern tatsächlich mal nicht nur in der Eigenproduktion, auch gerne mit Nightwish nochmal tatsächlich als Orchester auf. Also man muss ja gucken, was ist orchestrale Musik, wo passt es rein? Ja, da fällt mir, wie gesagt, Ed Sheeran, Coldplay, Nightwish ein. Meine große Band, mit der es angefangen hat, AC/DC, ist einfach keine orchesterlastige Musik. Das passt nicht. Ja. Das fände ich natürlich irre, aber das passt ja einfach nicht. Okay. Und vor allem, wie oft sie noch auf Tour gehen werden, das ist jetzt echt überschaubar. Okay. Ja, genau. Ja, aber das ist doch jetzt einfach auch Stoff für unser nächstes Crossover-Programm. Genau. Ne? Ja. Wir nehmen Hänsel und Gretel, wir nehmen, was war es noch? Die Bruckner 8. Nehmen wir Vaterlandszyklus. Ed Sheeran, Vaterlandszyklus. Ja, entsteht ja genau. Wir nehmen das ganze Wasser. Und das alles setzen wir unter Wasser, genau. Und dann haben wir das Programm. Ja, das schaffen wir bei jeder Sommernacht. Also eigentlich ist es fast gefährlich, wenn wir ein Programm auch noch Wasser nennen. Selbst wenn wir nicht das Programm Wasser nennen, ist der Wasserspiegel, der den Regen macht, auf der Bühne schon meistens sehr hoch. Also das nächste Sommernachtsprogramm. Das heißt, es wird irgendwas Feuchtes werden, aber es wird strahlen der Sonnenschein. Don't let the sun go down. Jawohl. Das war's. Alles klar.